Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaya und Asner, nachdem ich 2 Tage gegangen bin, geht es heute wieder einigermaßen so, dass ich zumindest unsere beiden Sonntagsvormittagsgottesdienste zum halben Sonntag heute habe, Kinder. Und es war für mich schon eine ganz besondere Freude, denn sowohl in Asten, da wird es nachher eine Einspielung sehen, als auch in Tittmanning, da habe ich jetzt leider keinen passenden Film zurückgekriegt, haben wir einen Esel gehabt mit einem Jesus drauf. Und das hat mir schon ganz besonders viel Freude gemacht. Das ist für mich so was ganz was Besonderes jeden Tag. Der Palmsonntag, denke ich mir, ist überhaupt ein wunderschöner Tag, wenn wir auf den Einzug Jesu schauen, aber auch auf die Liturgie, die sowohl den Einzug ernst nimmt, aber auch die Kreuzigung Jesu, wer Jesus für uns am Kreuz ist. Und gestern, wie es mir am Korinther gegangen ist, da hat mir die Hilde Purzer wieder eine große Freude gemacht und vor allem auch ihr Mann, der Ludwig Purzer. Nämlich, die haben das, was ich euch letztes Jahr schon gezeigt habe, meinen Palmsonntag richtig schön hergerichtet. Und wenn ihr jetzt das anschaut, Jesus zieht in Jerusalem ein. Dahinter hat der Herr Purzer einen wunderschönen Hintergrund gemalt. Jesus zieht ein und die Leute, sie jubeln ihm zu. Die Hilde Purzer hat dazu die Figuren, die ich gehabt habe, umgezogen, das richtig schön orientalisch angezogen. Sie haben die Palmzweige selber gemacht, so wie von richtigen Palmen. Und auch hier einen kleinen Erker, wie man ja im Süden der Halbkugel findet, und oben auch die Zinnen, die wirklich orientalisch anmuten und auch die Pflasterung, so wie man es im Orient vorfindet. Wunderschön, und das hat mir auch so eine richtige Freude gestern gemacht, und das wollte ich euch heute zeigen. Jetzt aber schauen wir uns ein bisschen was vom Astner Palmsonntag an und danach werden wir dann beten. Jetzt, danke schön. Aber wir haben schon ein paar Fotos gemacht. So beten wir heute wieder. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertraue ich, vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch und alle, die der Herr uns anvertraut hat, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eines der schönsten Lieder in der Fastenzeit ist es das in unserem Gotteslob vom Palmsonntag, das ich unwahrscheinlich gern singe, und das hören wir jetzt zum Abschluss. Sing dem König Freudensalmen, Völker ebnet seine Bahn. Zion, streu in deine Palmen, sieh dein König naht heran, der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hochgebenedeit. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Diakon Uwe Kraus, der vorgestern mich hineingezaubert hat in den Abendimpuls, obwohl ich krank im Bett gelegen bin, und gestern beim Kolping-Team, die ihren Kreuzweg vorgestellt haben. Eigentlich wollten wir das gemeinsam machen, aber die haben das auch ganz super gemacht, und dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Und ich sage jetzt einen schönen Abend,
Für euch Gott. Bis morgen.